Ja. Wir sind ein bisschen erregt jetzt gerade. Anders als ihr vielleicht denkt. Sondern hier über, also ich bin erregt. Es liegt zum Coach. Über Barbaras Ostalgie, Fantasien. Wir sitzen ja hier in so einem Etepetete-Apartment-Haus, während die Enkelkinder sitzen ja hier nur in dem Haus. Das ist ja auch nicht Ost. Gab es denn im Osten immer eine Badewanne? Weil du eine Badewanne haben wolltest. Während die Kinder ja auf dem Bungalow, alten DDR-Ostalgie-Bungalow-Platz sitzen. Und jetzt wirklich ständig hier die Geschirrspülmaschine, die natürlich auch zu der exklusiven Einrichtung hier gehört, in Gang setzen. Da sagt doch Barbara vorhin zu mir, nein, sie will das nicht. Und ich sage, ja, was soll das denn? Warum macht man sich denn einfach mehr Arbeit? Was sagst du da? Das wäre Ostalgie. Na, das von Hand abzuwaschen, ne? Ja. Musst du doch aber nicht machen, was soll das denn? Muss jemand sehr freiwillig, das versteht der Ralf nicht. Da echauffiert er sich bis zum sonst, na, St. Nimmerleinstag. Ja, vorher war ja noch. Mit Eierbechern um sich. Nein, ich weiß ich nicht um. Und ich lässt das Nudelwasser überkochen weil und mischt den Müll raus. Ja, ja, weil das Geschirr nämlich dann noch hier dumm rumsteht, weil man das dann abtropfen lässt und so weiter und so fort, während sonst das Geschirr sicher in der Maschine untergebracht ist, auch wenn die Maschine zu Ende ist, dann trocknet es dort und irgendwann erbarmt sich dann jemand und packt es in den Schrank zurück. Und hier lagen jetzt neben dem Waschbecken ein Riesenturm von gewaschenen Tellern und allem möglichen Kram. Da fliegt jetzt ist natürlich wieder ein Eierbecher runter. Das glaube ich jetzt schon der dritte Kollateralschaden. Nein, nur der zweite. Der zweite. Und nee, stimmt, der dritte, ne? Was war das? Das war also eine Tasse. Ja. Ich glaube, es war auch schon mal ein Eierbecher und jetzt hat es den nächsten Eierbecher erwischt. Na, wenn die jetzt keine Eierbecher mehr haben, was sollen denn die Leute denken? Man kann doch auch ein bisschen ganz normal hier leben. Und nicht nostalgisch. Das ist die Frage, was normal ist, ne? Also bis auf die Badewanne bräuchte ich vieles von dem, was uns hier umgibt. Überhaupt nicht. Aber wir hatten heute Besuch von den Spatzen. Der hatte sich sogar bis ins Schlafzimmer hineingewagt. Anscheinend ein besonders Neugieriger. Und hat auch wieder rausgefunden. Ja. Was willst du jetzt damit sagen? Themawechsel. Es sollte ja noch über Ostalgie sein. Was willst du denn? Also so die Unfreundlichkeit mancher Leute, die ist... Die haben wir schon besprochen. Ne? Die hat uns doch sehr an frühere Zeiten erinnert, so wie... Wie war es mit der Ausweiskontrolle, ne? Da diese Einlasskontrolle und dieses Platziertwerden, naja. Genau. Was soll ich doch sagen? Ja, das hat man, glaube ich, im früheren Zusammenhang schon mal gesagt, auch die Schlangen, die an dem Brötchenständen, zumindest bei schönem Wetter, heute haben wir im Vorbeigehen gesehen, da waren keine Schlangen da, bei schönem Wetter steht, erinnern auch an frühere Zeiten, dass man eben ansteht für das, was man jetzt nicht überall kriegt. Ne? Ja. Und wo ich merke, dass ich auch irgendwie die Kontinuität verpasst habe, ist bei den Fahrpreisen und bei den Schifffahrtspreisen. Ne? Da sollte so eine Fährfahrt pro Erwachsene schon 20 Euro kosten, da rechne ich dann auch immer noch wieder um in 40 Mark. Und geschweige denn, in Ostmark wäre das ein Vermögen. Das hat eine Monatsmiete, hat so viel gekostet für eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Aber ja, lang ist's her. Wir haben heute dann auch noch, also wenn wir im Bus unterwegs waren, da in Dranske, da ist dann auch so eine Plattenbausiedlung auf der einen Seite renoviert, auf der anderen Seite in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. Ich sagte schon zu Barbara. Und Platten einzeln erkennt. Genau, dass es vielleicht als Denkmal jetzt gilt an die alte DDR-Herrlichkeit. Ja, und wir haben dann aber auch mal so drüber nachgedacht, das ist ja vom Prinzip, von der Idee war das ja nicht schlecht. So ein Baukastensystem, ne? Für alle gleich. Da wohnte ja eben damals im Osten, da wohnte der Arzt neben dem Elektriker oder dem Handwerker, die wohnten alle in da wurde war kein Unterschied, ne? Genau, und Haus konnte sich eh nur bauen, wer selber geschickt war oder Beziehungen hatte oder irgendwie. Ja, ein Grundstück. Genau, und also das ist vom Prinzip nicht, vom Prinzip ist es nicht schlecht, nur haben sie vielleicht diese Idee nicht so
Mensch, da geht jeder Individualismus verloren. Wie hast du gesagt, wie Kaninchenstelle, ne? Eins neben den anderen, alles einheitlich gleich. Das hatten zu Hitlers Zeiten auch schon mal. Hier gar nicht so weit entfernt. Dieses Prora, genau. Ja. Wo ja diese große Tourismuszentrum, Ferienanlage für Tausende von Menschen, Kraft durch Freude sollten die durch, sollten die durch tanken, aber alle mit Blick zum Meer hinaus und gemeinsamen Strand, die Zimmer natürlich auch alle einheitlich gleich. Also auch, das war wie so ein Vorgänger des Massentourismus, die ja nun auch ihre Gebäude an vielen Küsten schon verbaut haben. Hier in Prora, auf Rügen, Gott sei Dank, ist es eigentlich noch nicht so zu sehen, ne? Dass da so Hotels bis da an den Strand vorgehen, ne? Solche Steinbauten. Das zum einen, also es ist noch ein Stück, nicht heiler Natur, aber Naturschutzgebiete gibt es hier noch viele. Und diese Plattenbauten, das sind, die machen sich wie Fremdkörper. Also ich frage mich, was damals für Architekturvorgaben gewesen sein müssen, dass man so das Natürliche aus dem Auge verliert und dann eben solche Klötze dahin setzt. Und dann sich noch brüstet, wie toll, dass man den Wohnungsraum, neuen Wohnungsraum schafft. Und die Leute haben sich ja sogar gefreut, weil sie ja in so Altbauten da wohnten, wo sie nicht mal ein Bad auf der gleichen Etage hatten. Ja, die Toilette war meistens außerhalb. War das bei dir nicht auch so, in deiner Kindheit, ja, außerhalb? Ne? Das war außerhalb von der Wohnung meistens eine Etage oder ich kenne auch solche Leute, wo eine Treppe tiefer war. Ne? Ja, ja, und fließend warmes Wasser und Heizung, das war schon ein Fortschritt, aber dann so die Massenmenschhaltung, da stehen wir ja heute noch kopfschüttelnd davor, wobei, es mir schwerfällt, da so Sachen aus der Not eine Tugend zu machen. Es hätte, wenn schon Baukastensystem ist, gibt es ja auch, dass es zum Teil wieder zurückgebaut wird, aber das, was man da Menschen zumutet, hat man ja dann auch mit der Massentierhaltung, mit den Tieren gemacht. Also da ist es schon wichtig, einen Blick auf das eigentliche Wohlgefühl wiederzufinden. Aber wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, oder wir dürfen jetzt auch nicht überheblich sein, dass im Westen ist ja in den 60er, 70er Jahren sind ja auch solche Riesien vor Städte gebaut worden. Also aber ich glaube, die waren dann auch individueller, das sagst du doch, ne? Vom Wohnraum, von der Architektur. Innenarchitekten, die hatten schon was drauf mit Maisonette-Charakter und auch mit zwei Bädern oder eine Dusche und einem. Das war dann schon der Unterschied zu also es war ein wichtiger Unterschied. Nicht 0815 so, ne? Aber es war eben halt auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Naja, so sind wir wieder beim Eierbecher. Genau, wir können die Eier ist auch ohne Becher essen. So wie es früher einmal war. Ich glaube, selbst hier in der DDR hatte man einen Eierbecher, ne? Aber keinen Eierschneider. Das war, hier in der DDR ist ja auch der Eierstecher erfunden worden. Weißt du das eigentlich? Nee. Hat Mama irgendwann erzählt, vor 30, 40 Jahren, da kam erst mal so ein Eierstecher zu sehen, dass der aus der DDR ist. Damit die Eier alle gleich schnell kochen und nicht platzen, angeblich. Das habe ich ja auch keinen vorgefunden. Es gibt also auch noch so ein paar Überbleibsel Eierstecher. Oder auch diese Ampelmenschen sind ja scheinbar auch wieder netter oder schöner oder... Naja, gefälliger, ne? Gefälliger, die sieht man ja hier auch noch. Also, Ostalgie hat auch was für sich. Okay. In dem Sinne... Baba.